Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sanja Ametti ist jetzt also de facto rausgeschmissen worden aus der Geschäftsleitung oder aus der Parteiführung der Zürcher GLP. In der Partei ist sie immer noch dabei. Operation Libero hält ihr fest. Es war nicht anders zu erwarten. Es gibt kein Canceln von Ametti. Sie wird jetzt einfach aus der Parteileitung ein bisschen zurücktreten, ein, zwei Jahre im Hintergrund, ein bisschen auf X rumtrollen und dann plötzlich in einer anderen Funktion weitermachen. So läuft das, wenn man unglaubliche politische Unkorrektheiten. Oh, vorbei. Ein Rieseneichhörnchen hat jetzt gerade meinen Weg gekreuzt. Das passiert, wenn man auf der linken Seite beheimatet ist. Man hat absolut keine Repressalien zu befürchten, die seriöser Natur sind. Zur Erinnerung, Sanja Ametti hat mit einer Pistole absolut gut aussehend, mit einer ganz, ganz kleinen Knarre, hat sie Jesus erschossen. Also sie ist die zweite Mörderin von Jesus Christus. Und ja, Mutter Maria hat sie gleich mitbeerdigt. Und wir wissen ja, wir können gelassen bleiben. Spätestens morgen wird Jesus auferstehen. Wie es mit Maria steht, das wissen wir nicht. Da müssen wir abwarten, ob es bei ihr auch nur 3 Tage dauert, bis sie aufersteht, oder ob es einen neuen Feiertag braucht in der katholischen Kirche, um sie erweckt zu lassen. Wir wissen es nicht. Mit anderen Worten, ich kann das Ganze nicht ganz so ernst nehmen, wie es andere tun. Leute sagen, ja, wenn du im Islam das tun würdest, würdest du gesteinigt werden. Ist aber nicht meine, sag ich mal, der Islam ist nicht gerade mein Benchmark für freie Rede. Und natürlich stimmt es. Man muss aber auch wissen, eben auch im Islam ist ja Jesus und Maria sind da nicht heilige, aber verehrte Figuren. Und ja, insofern hat sie auch aus islamischer Perspektive etwas, ja, Mutiges getan. Was aber wichtiger ist, ist eben die Tatsache, dass sie jetzt zurückgetreten ist, freiwillig offenbar. Natürlich wurde sie gezwungen, aber die Cancel-Kultur hat also für einmal eine linke Politikerin zumindest gestreift. Darüber freuen kann ich mich nicht, weil eben sie ist ja nicht rausgeschmissen worden. Wir können uns weiterhin über die Operation Libero empören, die ja selber aus meiner Sicht im linksextremen Ufer bei den Unterdrückern auffindbar sind und die normalerweise nicht davor zurückschrecken, jedes Beispiel, jedes kleinste bisschen an Diskriminierung, die tatsächlich oder angeblich stattfindet, ja, sag ich mal, in die Welt hinauszuschreien. Aber es heißt geschenkt, diesen Kampf können wir nicht gewinnen, weil die mediale Macht fehlt den bürgerlichen und rechten und wahrhaft liberalen Kreisen nun einmal. Canceln, das können im Moment fast nur die Linken. Der Aufschrei diesmal aber doch groß genug, dass sie immerhin aus einer Parteileitung de facto ausgeschlossen wurde. Warum ich die ganze Aufruhr nicht so teilen kann, wie das viele meiner Zuschauer auch tun, ich wurde da auch relativ angefeindet aus meinen eigenen Reihen, wenn man so sagen darf, dass Leute finden, eben diese Frau muss weg und sie hat sich unsäglich über Ungeimpfte geäußert, das ist alles wahr, aber sie müsste eben weg, weil sie sich unsäglich über Ungeimpfte geäußert hat, weil sie, wie Rimoldi, glaube ich, gesagt hat, Nazisprech oder Nazisprache verwendet haben soll. Ein bisschen ein harter Terminus, weil sie wollte, glaube ich, nicht die Ausrottung oder Auslöschung der Ungeimpften, aber sie wollte einfach die astreine Diskriminierung von Leuten, die selber entscheiden wollten, ob sie das Kind behalten, ob sie ihren Körper einer Fremdeinwirkung unterziehen lassen wollen oder nicht. Warum bin ich dagegen, dass man Strafanzeige stellt gegen Ametti? Ich weiß, dass es Nicola Simoldi heute tut oder getan hat und wahrscheinlich andere auch noch. Ich verstehe den Reflex. Ich verstehe auch die aktivistische Komponente, dass man einen Gegner quasi kaltstellen will, dass man ihm das Leben schwer machen will. Ich verstehe es aber nicht aus einer idealistischen oder prinzipiellen Perspektive heraus, weil wenn wir Freiheit wollen für den Bürger, und das ist das, was die Corona-Bewegung und aber eben auch ich selber seit 4,5 Jahren einstehe, das ist Freiheit für den Einzelnen. Und ich finde es absolut
unnötig, dass ein jemand etwas absolut Kindisches, und mehr ist es nicht, ist etwas Kindisches tut und da Leuten auf den Schlips tritt oder auf die Zehen steht. Ja, jetzt hat sie religiöse Gefühle verletzt. Wisst ihr was? Wir können nicht für Redefreiheit einstehen, aber dann situativ entscheiden, ja, jetzt hat sie aber die Gefühle von jemandem quasi verletzt und jetzt muss sie weg. Wenn wir das machen, dann haben wir keine Argumente mehr, warum wir die Redefreiheit verteidigen wollen, weil dann sind wir nicht besser als unser politischer Feind, der ja genau dasselbe auch will, und zwar die Gegenstimmen mundtot machen. Aber die Gegenstimmen mundtot machen, das kann nicht der Weg sein. Man kann jetzt natürlich argumentieren, Moment, das Strafrecht gibt es her. Und in einem liberalen Staat haben wir ein Strafrecht, das da auch da ist, damit man es anwendet, wo man es anwenden kann. Auch damit eben die Gegenseite einmal ein bisschen die Pille schluckt, von der Medizin saufen muss, von der sie selber doch immer so gerne und reichlich Gebrauch macht. Ich kann das, wie gesagt, aus einer aktivistischen Perspektive verstehen, aus einer ideellen und eben nicht. Es ist politisch zweifelhaft, welcher Weg der richtige ist, einen Gegner mundtot zu machen, wegen einer Pseudo-Empörung, weil die allerwenigsten Leute, die sich jetzt wahnsinnig aufregen über das, was sie da getan hat, gehen jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ziemlich allen Leuten ist das Jesus-Baby und Mutter Maria und die anderen Sagengestalten aus der Bibel ziemlich egal. Das muss man einfach so sagen, und sich jetzt einfach situativ zu empören, das ist mir einfach ein bisschen zu billig. Und es ist eben nicht nur billig, es ist auch gefährlich, weil es hat, glaube ich, ich weiß nicht, was gesagt hat, Voltaire oder einem anderen Aufklärer wird es zugeschrieben. Ich bin zwar dagegen, ich finde es total scheiße, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür hergeben, dass du es sagen darfst. So ungefähr hat das mal einer formuliert, oder so heißt es zumindest, sei es formuliert worden. Und der Inhalt dieses Satzes, der ist halt einfach wahr. Wenn man Redefreiheit will, dann heißt das, man muss die Rede zulassen, die einem nicht gefällt. Wenn man nur Rede zulässt, die einem gefällt, dann ist man nicht ein Verfechter von Redefreiheit, dann ist man einfach auch ein politischer Akteur, der einfach irgendwelche kurzfristigen Interessen verfolgt. So ist meine persönliche Ansicht, und damit will ich aber nicht den Respekt, will ich nicht sagen, dass jene, die das anders sehen, Unrecht haben. Man kann das anders sehen, aber wenn man eben wie ich die Redefreiheit als die wichtigste aller Reden, aller Freiheiten bezeichnet und auch empfindet, dann kann man nicht jemanden mit einem Lausbubenstreich nun ja alles Hässliche wollen. Was man eher will, ist natürlich, dass man bloßlegt, wie eben doppelmoralisch eine GLP oder eine Operation Libero oder überhaupt das ganze linke Spektrum agiert, dass wenn quasi eben religiöse Gefühle verletzt werden, dann ist es denen quasi scheißegal. Aber wenn irgendwelche Gefühle von schwulen Lesben oder Menschen, die ihre Identität nicht so genau kennenlernen konnten bis heute und darum gar nicht wissen, was sie eigentlich sind, wenn man über diese Leute einen schlechten Witz macht oder über Behinderte, wie Luke Mockridge jetzt gerade das getan hat, dann gehen alle die Wand auf, und ich kann die Empörung auf alle Seiten nicht verstehen. Weil man hat eine große Möglichkeit im Internetzeitalter, und das ist, man kann wegklicken. Ja? Man muss es nicht schauen. Wenn man sieht, dass Ametti auf Jesus schießt, dann kann man wegklicken. Man muss da nicht hingehen, das anschauen und sich empören. Man kann es einfach ignorieren. Das ist anders bei Corona gewesen. Und es ist auch anders bei der Ukraine, ist anders beim Klima. Weil dort können wir nicht ignorieren, dass sie im Namen einer Lüge uns entrechten, diffamieren, arm machen, niedermachen. Ja, das können wir nicht ignorieren. Weil das hat absolut konkrete, realpolitische und reale, im Alltag ankommende Konsequenzen. Dieser Kampf, der muss geführt werden. Aber wenn jemand Jesus erschießt,
der schon tot ist und wieder auferstanden, der hat ja schon bewiesen, dass er am Ende ja unsterblich ist. Da kann man soft auf ihn schießen, nach meiner Meinung, wie man will. Ich will es nicht. Ich will nicht auf Jesus schießen, weil für mich war das, auch wenn ich nicht religiös bin, ein wahrer Humanist, der seiner Zeit, ich würde sagen, über 2000 Jahre voraus ist, weil viele Leute ihm noch nicht verstanden haben, was seine eigentlich wirklich zutiefst humanistische Botschaft ja eigentlich bedeutet. Die Bergpredigt und so, wirklich wunderbare Stellen, die einem zum Nachdenken bringen, auch wenn zum Teil natürlich auch sehr Lebensfernes behauptet wird, was er gesagt haben soll. Und zum Teil auch Intolerantes, wenn er zum Beispiel gesagt hat, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wobei ich mir da auch schon habe sagen lassen, dass es da verschiedene Interpretationen gäbe. Er hat an einer anderen Stelle in der Bibel gesagt, wer nicht gegen mich ist, ist für mich, was eine sehr tolerante Botschaft ist. Aber ein Zuschauer, erinnere ich mich jetzt gerade, der hat mich mal erklärt, dass das kein Widerspruch sei und hat das sogar noch sehr gut begründet. Leider ist mir die Begründung entfallen. Wie auch immer, Jesus, eine interessante Figur, vielleicht eine der interessantesten Figuren der Geschichte überhaupt, aus westlicher Perspektive, zweifellos sogar. Aber eben, er muss es auch ertragen, erschossen zu werden, nachdem man ihn gekreuzigt hat. Das macht ihm nichts aus, ich kann es euch versprechen, es ist ihm egal. Und es kann auch der Maria, Mutter Gottes, egal sein. Und wenn es den beiden egal sein kann, kann ich euch versprechen, dann kann es auch den bravsten Christen eigentlich egal sein, ob da eine spätpubertierende Endzwanziger in perfekter Lara Croft-Manier, im dunklen Gewand, wirklich super kostümiert, wie aus einem Film, am Fuß eines Treppenhauses, wie in John Wick-Manier, dem Jesus-Baby zwischen die Augen schießt. Ja, es ist toll, oder? Ist Redefreiheit. Total, tollwütig dumm ist es. Es ist, ja, wie kann man sowas tun? Keine Ahnung. Aber ich finde, man sollte es dürfen. Man kann sich nicht aufregen, dass man um sein Leib und Leben Angst haben muss, wenn man einen Koran verbrennt, und sich dann aber unglaublich empören, wenn jemandem dem Jesus-Baby in einem in zweidimensionalen Format, in Form von Papier, zwischen die Augen schießt. Mir ist es einfach ja, egal. Luke Mockridge übrigens, der wurde ja gecancelt vom Mainstream, weil er eine Frau, ich glaube, vergewaltigt haben soll oder so, wurde nie bewiesen, er wurde meines Wissens freigesprochen, hat das aus meiner Sicht aus auch plausibel dargelegt in seinen Videos. Ich fand ihn immer ziemlich amüsant. Und Luke Mockridge ist ja vor kurzem bei einem Podcast aufgetreten, bei zwei Nicht-Bio-Deutschen, wenn man so sagen darf. Ich kannte den Podcast bisher nicht. Und die haben da Witze gemacht über Behinderte. Und da hat Luke Mockridge gesagt, ja, eben der Behindertenwettbewerb beim Schwimmen gehe quasi so, dass man Leute ohne Arme und Beine ins Wasser wirft. Und dann hat der andere gesagt, ja, aber die können ja gar nicht schwimmen. Dann sagt er irgendwie, nein, schwimmen können sie nicht, aber der am längsten oben bleibt, der hat dann quasi die Goldmedaille gewonnen. So frei übersetzt wurde das dann gesagt und hat dann noch ein, zwei andere richtig primitive Dinge gesagt, die sogar mir so einen Uiuiui-Reflex ausgelöst haben, die ich ein bisschen schockierend fand und die sicher, wenn man selber jetzt ein Kontergan-Kind ist und sein Leben mit, wie sie es genannt haben, mit T-Rex-Ärmchen verbringen muss, dann ist es nicht wahnsinnig lustig, wenn das einer nachimitiert. Auf der anderen Seite muss ich sagen, welches Recht hat man als Nicht-Dinosaurier-Händebesitzer, sich jetzt da auch wieder so moralisch zu empören und aufzuregen? Überlassen wir doch den behinderten Menschen das Recht auf Empörung und halten wir uns zurück. Nicht jede marginalisierte Gruppe, nicht jede Minderheit braucht sofort die krasse Unterstützung von allen weißen alten Männern, die dafür einstehen, dass diese Leute ihr Recht erhalten. Und wer weiß es denn schon so genau? Vielen behinderten Menschen ist vielleicht auch egal. Ich weiß, dass sehr viele behinderte Menschen selber mit Humor mit ihrer Behinderung umgehen, mit einer gewissen Gelassenheit und es auch nicht mögen, dass man sich quasi unter Artenschutz stellt. Und die besten Comedian der Welt, zu denen gehört Luke Mockridge nicht, aber so sagen die allerbesten, ein Dave Chappelle, ein Ricky Gervais und so weiter, die können auch über behinderte Leute
Witze machen, die richtig lustig sind. Und das große Verbrechen, das Luke Mockridge gemacht hat, ist nicht, dass er einen Witz auf Kosten der Behinderten gemacht hat, sondern die Witze waren einfach nicht lustig genug. Und dadurch wirkt es ein bisschen so, ja, eben uiuiui. Ui, ui. Aber auch da wieder, was fällt Sat.1 ein, ihm jetzt die Show zu canceln, dürfen sie machen, aber ihm dann noch auf den Nachhauseweg zu schicken mit den Worten, ja, er hat sich quasi glaubwürdig entschuldigt, aber es genügt nicht. Er muss jetzt auch noch Taten folgen lassen, ohne zu sagen, wie diese Taten aussehen sollen. Da kommt mir dann wirklich schon wieder das Kotzen. Was soll er denn machen? Soll er sich jetzt Arme und Beine amputieren und sich ins Wasser werfen lassen, damit Sat.1 und der Spiegel nachschauen können, wie lange Luke Mockridge sich über Wasser halten kann? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was da gemeint ist, wie er da quasi zeigen soll, dass es ihm leid tut. Wahrscheinlich muss er sich jetzt bei einer Behindertenorganisation anbiedern. Er muss in den Staub fallen und sich über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, für einen Witz entschuldigen. Und da muss ich einfach wieder sagen, wieder geht es um Redefreiheit. Man hat das Recht, Blödsinn zu verzapfen. Und als Comedian hat man ganz besonders das Recht, auch schlechte Witze zu erzählen. Wisst ihr, wie die besten Witze entstehen? Die besten Witze entstehen, die besten Witze sind, ich weiß nicht, was der biologische Fachbegriff ist, aber wird quasi aus schlechten Witzen geboren. Ja. Gute Witze entstehen über schlechte Witze. Man hört einen schlechten Witz und ein guter Comedian denkt sich, der Witz wäre noch lustiger, wenn man es so und so sagen würde. Und darum sind auch schlechte Witze angebracht. Das, was er gesagt hat übrigens in den 80er, 70er, 80er Jahren, absolut Standardrepertoire. Da hat man noch Witze gemacht, wie als die Hungersnot in Äthiopien war, wie bringt man 40 Äthiopier in einen VW-Käfer? Man wirft ein Stück Brot hinein. Ja, diese Kategorie an Witzen hat man in den 70er Jahren gelebt. Finde ich den Witz gut? Ich habe damals gelacht. Ja, würde ich heute wieder lachen? Nur noch heimlich, wahrscheinlich. Und der Witz auch nicht besonders gut. Oder? Es gibt da noch viel bessere Witze über KZ und Juden, die noch einen viel größeren Uiuiui-Effekt erzielen, die man nun aber wirklich nicht mehr erzählen kann, weil man sofort gecancelt würde und so von YouTube gesperrt würde. Und darum unterlasse ich das jetzt. Soll man diese Witze weiterhin machen dürfen? Ich finde ja. Ich finde ja. Und gerade viele Juden sollten das verstehen und das auch gut ertragen, weil wenn es ein Volk gibt auf der ganzen Welt, das etwas von Humor versteht, oder eine große Tradition hat in Sachen Humor, dann ist es die jüdische Kultur. Was sich bis heute zeigt, wir müssen mal schauen, die guten Hollywood-Komödien, wie viele, ja, nicht unbedingt Weinsteins, aber wie viele jüdische Namen ihr bei diesen Produktionen findet, und zwar in den Hauptrollen, in der Regie und in der Produktion. Also die Juden auf der Welt, die produzieren wahrscheinlich Lacher, wie kein anderes auf der ganzen Welt. Und zum Teil auch absolut unter Gürtellinie. Leider nicht mehr so wie früher. Something About Mary ist heute wahrscheinlich nicht mehr so vorstellbar, wo eben auch über Behinderte noch Witze gemacht wurden. Ich finde es schade. Ich finde, es gibt fast keine guten Komödien mehr, weil immer alles niemandem wehtun darf. Aber gute Comedy, das kennt keine Gnade. Das, was Ametti gemacht hat, ist eine unfreiwillige Komödie. Ich sehe die Schönheit in der Ästhetik von ihrem Schuss, das Foto, das wirklich einfach richtig, ja, richtig geil rüberkommt, in ihrem schwarzen Gewand, so wie eine schwarze Witwe steht sie da. Das kann ich fast nicht kritisieren. Was man kritisieren kann, ist, was sonst so alles aus ihrem Mund hinausfließt, wo man sagen muss, ist das der Mund oder ist das schon der Anus, weil sie solche Scheiße erzählt hat. Und an dieser Scheiße, für diese Scheiße soll man sie kritisieren, für diese Scheiße soll man politisch in den Kampf gehen, für diese Scheiße sollte man sie zur Rechenschaft ziehen. Nicht juristisch unbedingt, aber eben politisch. Man sollte an einen Punkt kommen in unserer Gesellschaft, dass man es eben richtig grusig findet, wenn man Leute nicht Witze macht über Ungeimpfte. Das wäre alles okay, sondern dass man Ungeimpfte im Alltag diskriminieren will, indem man ihnen quasi die gesellschaftliche Existenzberechtigung abspricht. Das ist der Kampf,
den wir führen müssen. Und der geht nicht auf juristischem Weg, sondern es ist ein kultureller Kampf, es ist ein Kulturkampf um die Hoheit, um das, was in unserer Gesellschaft wirklich von Wert sein soll. Und aus meiner Sicht haben wir ein unglaubliches Sauerstoffdefizit, sobald es um das Thema Freiheit geht. Und der Kampf ist nicht, sie verbieten uns lustig zu sein, sie verbieten uns unsere Meinung zu sagen, jetzt verbieten wir denen lustig zu sein, jetzt verbieten wir denen ihre Meinung zu sagen. Und am Ende sind wir alle unter einem Taliban-Gesetz gefangen. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist Befreiung, die Lösung ist, seien wir ein bisschen entspannter. Regen wir uns nicht auf. Es genügt ja, wenn es irgendwelche iranischen Terroristen gibt, die sich jetzt über Ahmeti aufregen, weil sie das Jesus-Baby auch verehren, oder wenn irgendeine rumänische katholische Vereinigung irgendetwas macht, das genügt dann auch. Es genügt, dass Ahmeti in Angst und Schrecken leben muss. Da muss jetzt der Twitterer von Zürich nicht auch noch mit ins Gewühl steigen und diese Frau fertig machen. Weil, wie gesagt, also, es ist die ganze Chance nicht wert. Aber der Fall Ahmeti und der Fall Mockridge, beide sehr interessant aus der Perspektive der Redefreiheit. Und darum habe ich eine zweite Sendung jetzt gemacht zu diesem Thema, weil ich finde, dass es wunderbar exemplifiziert, ein wunderbares Beispiel ist, dass man eben nicht einfach doppelmoralisch agieren sollte, dass man nicht einfach den Gegner kritisiert, dass er Dinge mit einem macht und wenn man selber die Gelegenheit hat, genau auf dieselbe Weise auszuteilen. Das kann man aktivistisch verstehen, aber intellektuell und ja, finde ich es irgendwie unredlich. Aber du hast ein Recht auf deine eigene Meinung, schreib es in die Kommentare. Ich lese ausnahmsweise dieses Mal die Kommentare auf allen Kanälen, weil es mich wirklich interessiert, ob ihr anders argumentiert und was eure Argumente sind. Vielen Dank, bis bald.